Hallo Freunde der Nacht, willkommen zurück bei Night of the Dead. Wir gehen in die Nacht 40. Ja. Gut, ich war wieder ein bisschen Material farmen. Ich hatte wieder ein bisschen Glück. Hab wieder jede Menge Eisen gefunden, was ich jetzt erstmal in die Kiste packe. Auch Stahlplatten habe ich gefunden. Ein paar Stück, auch viel, viel Blödsinn, den ich eigentlich gar nicht brauche. Aber immerhin, unser Inventar ist wieder etwas voller geworden. Da ist kein Platz mehr, verdammt. Ja, ich würde gerne jetzt erst mal hier den ganzen Schmodder rausschmeißen. Das Futterzeug, was ich nicht brauche. Ja, das kann ich auch mal wegschmeißen hier. Samen brauche ich nicht. Schuhe, Klamotten muss ich mal gucken. Muss ich mal gucken. Die Schuhe haben wir. Die Schuhe haben wir auch. Die Lederjacke haben wir auch. Ja. Somit hat sich das Thema Klamotten erledigt. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal was Neues. Wir ziehen uns mal um. Warum kann ich denn nicht einfach das hingehen und ziehen uns mal hier zur Feier des Tages um? So, neues schickes Outfit. Wieso habe ich eigentlich hier drei? Alter. Ich möchte es jetzt einfach hier so jetzt wegwerfen. Was für Schuhe ziehe ich denn dazu an? Die Laufschuhe hier? Ah, warum muss ich das immer hier reinziehen, um das dann hier hin tun zu können? Ja, das sieht eigentlich ganz schick aus. Wie sehen die Schuhe hier aus? Nee, da passen die besser. So, sind wir mal ganz in Schwarz. So. Schick, oder? Mal was Neues. Ja, Holz habe ich auch. Also, was heißt Holz? Eigentlich habe ich nur Äste gefarmt und Ranken. So. Und das andere Holzzeugs habe ich in Kisten gefunden. So. Zahnrad habe ich noch eins. Das hier, das hier, das hier. Das Zeug kommt in die Viecherkiste. So, das auch. Aber noch das Plastik hier. Plastik und Gummi, Öl. Kupferringe. Jetzt habe ich die Schuhe hier. Achso, die habe ich hier auch. Doppelt und dreifach. Machen wir weg schon. Ach, ich habe die wieder aufgenommen, ne? Ich depp. So. Cooper, 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 Cooper haben wir hier. So ein, ach so, der Ziegelstein danach. So, mal gucken, was wir da noch alles unabbekommen. Ja, okay. Oh, jetzt haben wir wieder so ein scheiß Zombie, der auf der Wand rum. So, das kommt hier rein. So, das Plastik auch noch. So, die Seile habe ich, glaube ich, da drüben irgendwo. Nee, aber da kann man das hier rein tun. Ah, die scheiß Zombies sind immer so auf die Nerven. Kommen wir da mit rein. Da ist Seil. Eisen haben wir da drüben. Dann mache ich jetzt auch den Stein hier mal mit rein. So, das brauchen wir zum Reparieren. Ah, da könnte ich Amok laufen. So, ich habe jetzt hier noch fertig gebaut soweit. Ich habe jetzt hier alles mit Dach zugemacht. Ja, ich habe auch hier die Höhe ein bisschen angepasst. Hier drüben mache ich auch noch Dach drüber. Das hätte ich eigentlich gleich tun können, ne? Ich voll Honk. was brauche ich denn für die Brücken? I.
Nee, Quatsch. So, wir haben ja noch ein klein wenig Zeit, um genau zu sein, 4 Stunden. Wenn die ja wenigstens verrecken würden, ne, da unten an der Wand, die Scheißdinger. So, Stairs, Brücke, brauchen wir Holz und Holzbrett. Holz und Holzbrett. Also Eisen haben wir wirklich viel bekommen, diesmal wieder. Also das gehört hier nicht rein. 1, 2, 3, 4, 500 haben wir wieder. Was habe ich einen Scheiß schon wieder aufgehoben? Ich muss mal morgen den ganzen Mist draußen entsorgen. Irgendwo in der Ecke schmeißen. So, das Fleisch, das kann man auch noch schnell rösten. So, Holz und Holzbretter muss ich, glaube ich, herstellen. Nee, habe ich noch? Holz, okay. Die Äste nehme ich auch gleich mal mit. Die brauchen wir später zur Reparatur. Oh, Stein ist ein bisschen wenig. Nehme ich lieber noch ein paar mit. So. Und wenn wir schon mal dabei sind, können wir auch gleich das hier, ich bin mir nicht sicher, ob wir die auch brauchen, aber Nägel brauchen wir. Nägel. Oh Gott, auf Anhieb der richtige Gruhe erwischt. So, dann machen wir hier auch noch gleich Dach drauf. Und da ist hier auch zu. Dann kann ich vielleicht von hier oben reparieren. Vor allem habe ich einen Vorteil, von hier springt mir... Ach nee, was macht... Ach so. Oh, ich habe schon Angst gehabt eben. Ich habe schon Angst gehabt. Ich weiß nämlich nicht, was ich dazu brauche, hier um abzugraden. Ja, da habe ich Glück gehabt. So. Also letzte Nacht, also die 39, die verlief eigentlich relativ problemlos. Ich hoffe, das bleibt so. Bevor wir jetzt hier weiterbauen, erstmal hier upgraden. Dass wir hier wenigstens brandsicher sind. Wir müssen dann hier auf jeden Fall auch noch irgendwas machen. Wand. Wir müssen hier nicht hochhüpfen. Das Schöne ist, wir haben jetzt oben auch jede Menge Platz. Was ich ja gestern bereits angesprochen hatte in irgendeiner Folge, ich habe da ein Video gesehen von jemandem, das fand ich eigentlich recht interessant. Er hat hochgebaut und oben, wo er steht, hat er eine Fallbrücke hingemacht. Dass die Zombies da wieder reinfallen und dann den ganzen Weg wieder von vorne laufen müssen. Schlecht ist natürlich, wenn so ein Sprungzombie kommt. Oder dich runterwirft. Aber die Idee finde ich an sich ganz gut. Mal gucken, ob ich die irgendwie umsetze. So. Das überlege ich gerade, ob ich hier auch noch ein Dach drauf machen soll, aber das brauche ich eigentlich nicht, ne? Weil ich kann ja hier, wir könnten alternativ hier vielleicht noch so eine Brücke bauen, dass wir hier so einen kleinen Übergang haben.
Vorausgesetzt, es geht. Ah, scheint aber nicht zu gehen. Dass wir hier so einen Übergang haben, ne? Floor, das müsste doch gehen. Ah, da fehlen uns die Seile. Wir könnten aber auch schon mal die Katapulte beladen, weil später rennt uns wieder garantiert die Zeit weg. Vor lauter Schreck habe ich die Seile versteckt. So. Sieht eigentlich auch ganz schick aus, oder? So das Schwarze hier. So. Werde ich mal ein paar Tage anbehalten. Ah, geht. Haben wir hier mal so ein. Ah, dass wir hier so einen Übergang haben, ne? So. Überlege ich gerade, ob man das hier schon. Könnte man doch eigentlich schon upgraden hier. Aber die Kiste ist leer. Aber normalerweise müsste doch auch noch was drin sein in der Katapulte. Okay. Zwei Schuss. Es war jetzt nicht unbedingt so der Burner. Gut, haben wir denn genug? Stahlstangen haben wir, Eisenbarren haben wir und Nägel haben wir sowieso. Dann würde ich sagen, dann machen wir hier schon einmal Gitterdach draus. Dass wir hier dann eventuell auch noch die Fallen aufladen können. Am liebsten würde ich auch hier noch eine Wand bauen, wenigstens bis Zement, dass hier keiner hochhüpft. Das hat sich ja bis jetzt bewährt, ne? Mit dem Dach hier, mit den Brücken. So. Ich würde ja auch gern Geländer bauen. Allerdings, wenn ich sehe, dass die Geländer jede Menge Mats brauchen, die wir eigentlich nicht haben. So, hier hinten überlege ich mir gerade, könnten wir auf Eisen upgraden, weil dort ist ja der Engpass, also dort war in der letzten Folge ein massiver Engpass. Das war hier schon mal Eisen machen. Scheiße. Eisenplatten fehlen. Aber in dem Eck haben sie nämlich massiv gestaut. Das wäre dann vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn man da Eisenstangen noch ein paar machen. So. Komm, machen wir mal. Ja, okay, das ist, glaube ich, ein bisschen viel. Machen wir mal hier. Ja, komm. 60. Weil die haben nämlich letzte Nacht hier ganz gewaltig ein Scheiß. Na egal, das kann ich auch von außen machen. Achso, ich bin ja schon auf Eisen. Ne, da, genau. Kacke. Da war Holz. Es war echt uncool. Es hat nämlich hier gebrannt. Das hätte ich jetzt beinahe wieder vergessen. Ne? Das hätte ich jetzt beinahe wieder vergessen, hier auf Eisen abzugraden. Heilige Bimbam.
Zum Glück habe ich das jetzt gesehen. Ich habe nämlich die halbe Folge da gestanden und habe den Blödsinn repariert hier. Da hätte ich jetzt die Nacht keinen Bock drauf gehabt. Hinzu kommt, dass hier keine Treppe ist. Die kommen hier nämlich nicht weiter. Komischerweise, überall kommen sie, wenn keine Treppe ist. Aber hier bleiben sie hängen. Stairs, Treppe. Ah, scheiße. Nee, das muss. Ich muss hier noch eine Treppe bauen. Ob ich jetzt will oder nicht. Ich habe zwar hier eine Tür, aber da komme ich mit Sicherheit nicht mehr rein. Was ist es denn? Ach so. Zu spät. Ich muss hier hinten unbedingt einen Aufgang hinmachen. Nein! Ach nee, komm jetzt, stell dich da jetzt so über den Kieselstein, keine Ahnung. Ja, da kommen sie jetzt hoch, ne? Aber über das kleine Hübelding dahin, da bleibt sie hängen. Heidewitzka. Oh, es wird neblig. Scheiße, die Zeit, die rennt schon wieder weg. Das war furchtbar. So, was brauche ich denn für so eine blöde Treppe? Dass ich jetzt nicht die falschen Materialien mitnehme. Baumstamm. Habe ich jetzt einen Baumstamm eingeladen? Holz, Baumstamm hier. So. Oh Gott, hier, guck mal. Das waren, ach so, ich habe die noch gar nicht repariert. Habe ich die Wände repariert? Sind sie repariert. Jetzt muss ich trotzdem noch mal den anderen Gang durchgehen. Na gut, da komme ich ja selber nicht hoch. Wie soll es denn die Zombies machen, ne? Stairs, Treppe. Habe ich hier schon so einen schönen geraden. Bauplatz gefunden, wo schön viel Platz ist und dann. Das ist doch irgendwie scheiße. So, Repair. Upgrade. Alter, zum Glück habe ich da jetzt dran gedacht. Oder zum Glück habe ich es gesehen. Ich habe mir nicht mal dran gedacht. So. Jetzt nochmal da vorne hin. Und da kommt es massiv. Hier in dem Eck. Das war hier auch noch Stein upgraden. Also hier, ne, wo sie quasi sich treffen. So,
Ich sehe hier das Fundament aus. Hier sieht es gut aus. So, ich glaube, das reicht. Das sollte reichen. Dann nutze ich jetzt den Rest der Zeit noch. Meine Ballisten aufzuladen, meine Katapulte aufzuladen und warten, was die Nacht geschieht. Diesmal laufe ich gleich da oben rum. So, Nacht 40. Bin gespannt. Nacht 39 hat auf jeden Fall alles weitgehend gut eigentlich funktioniert. Wie sieht's aus? Habe ich das Zeug hier schon geholt? Ich glaube ja, ja. Ich habe jetzt übrigens noch so ein Ölding da gebaut. So. Erstmal alles raus, was Chemie zahlt. So, die Reparaturmats, die haben wir schon. So, Beine hier. Die können auch raus. Zement kann raus. Das Holz kann auch raus. So, ja. Die Ranken können raus. So, jetzt haben wir im Äste Eisen und Stein zum Reparieren. Jetzt noch geschwind hoch, die Nägel weg und die Seile weg. Dann haben wir es ja mal geschafft, dass wir mal pünktlich zur Hordennacht alles erledigt haben. Gut, ich wollte noch Licht bauen, gebe ich zu. Aber man kann nicht alles haben. So, jetzt noch ein Kontrollgang zu den Ballisten. Schuss, also seit letztens hat sich nichts getan. Hier wieder einer. Und den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ach, ich wollte noch Ding bauen. Wave started. Gut. Dann mal volle Kanne in die Nacht. 40. So. Katapulte beladen. Beladen. Beladen wir auch gleich mit das Katapult, was in die entgegengesetzte Richtung schießt. Das ist es nicht, das hier ist es, oder? So. Jetzt noch unseren Flammenwerfer beladen, beziehungsweise mich beladen. Flammenwerfer, wo ist er? Da. Oh je, unser Benzin geht hier auch langsam zur Neige. Der hier bringt mal nichts mehr. Beziehungsweise ich weiß es nicht, ob er was bringt. So. Noch schnell was Schmacko fatzen. Ich hatte mir auch überlegt, jetzt die Nacht mal gar nichts aufzuladen, sondern die Zombies einfach mal durchlaufen zu lassen. Mal gucken, wie weit sie kommen. Aber ich traue mich nicht. Ich traue mich das nicht. Vor allem, weil ich Depp wieder vergessen habe zu speichern. Und Licht, ja. Das ist auch noch eine Sache, die ich auf jeden Fall mache, wenn die Nacht rum ist. Ich baue hier überall Licht dahin. Und ich finde es etwas duster. Hier drüben ist alles schön ausgeleuchtet. Und hier der neue Flügel
So nenne ich ihn jetzt einfach mal. Er ist sehr, sehr dunkel. Okay, die ersten kommen angerannt. Was ist denn das? Wildschwein, das Beste ist, du machst hier einen Abflug. Es wird gleich die gekommen. Okay, hier kommen die ersten angetrümmelt. Was ich nicht verstehe, wieso das Dach hier einen Schaden hat. Obwohl hier noch kein Zombie drin war. Ich habe das Dach nagelneu gebaut. Wie kann da ein Schaden entstehen? Leute, immer wenn so lange hier Ruhe ist, habe ich richtig Angst, dass die mir da vorne alles zerlegen. Ich hätte die Angst nicht, wenn es nicht schon so passiert wäre. Ich muss mal da einen Blick hinwerfen. Auch wenn es riskant ist. Weil die drehen sofort um. Wenn sie mich hier sehen. Wir laufen hier immerhin schön brav rein. Aber gut. Das ist nicht gut. So, wir sehen, obwohl so eine Wand steht, ja, kam der Spacko jetzt hier hoch. Ich darf mir schon fragen, wenn ich da oben wirklich irgendwann eine Ballistin stellen. Auch hier, das Dach ist fundamental neu. 94%. 6% Schaden. Das war noch nie so ein Video. Komm, ich geh mal vor. Das ist auch so scheiße, dass wenn die Wände da vorne angeschlagen sind, dass ich hier nicht reparieren kann. Habe ich das wirklich? Ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Ich komme jetzt hier in den Gang mit mir rein. Böse. Hm. Die sind alle schon leer genug. Beladen, haben die mich rausgezogen. Ich stand plötzlich draußen. Das war übel. Das war richtig übel. Da war schon einer.
Ich muss hier mal eine Tür hinmachen. Weil Türen habe ich jetzt ja mitbekommen lassen, die ja quasi außen vor. Dass ich hier quasi quer durchkomme. Und wie gesagt, immer wenn hier so ruhig ist, habe ich Angst. Ich habe wirklich Angst, dass die mir vorne alles zerlegen. Ich kann leider nicht überall sein. Wegkommen. Ich weiß nicht, das könnte dann durchaus eng werden, weil die Feuertypen, ja, die kommen ja hier locker durch. 2 Uhr. Ich glaube, wir essen mal wieder was. Am besten mal so einen Schokoriegel, da habe ich nämlich Millionen von. So. Uhr. Es müsste ja bald losgehen. Ach so, die Katapulte, ne? Die müssen auch mehr wie 30 Steine reinpassen. Okay, das war der erste. Thank you.
Boah, jetzt geht auch die Bier-Show wieder los. Ich gehe mal davon aus, weil der Kuss sicher auf mich hier stand. Das heißt, ich muss dann wirklich auf mein komplett Kunstwerk sozusagen vertrauen. Oh, das ist pervers, was da abgeht. Boah, meine Güte. Was ein Gemetzel. Ich kann nicht reparieren, ich bin zu hoch. Aber ich glaube, das Schlimmste ist, wenn die Show ist vorbei. Ja, und hier ist auch so, die Patrischen hier noch. Das sollte es das gewesen sein. Okay. Aber für euch habe ich ja extra da vorne die Stachelfalle aufgebaut. Allerdings tut mir hier jetzt auch gewaltig sein. Diese Griecher, die sind so widerlich, gell? Na komm, geht doch. Mach doch die Tür zu. Sind sie weg, die Scheiße. Ja, sind weg. Und irgendwo fleucht und kreucht noch so ein Affe rum. So ein Eierloser. Ah ne, eben hört die Musik auf. Ja Leute, der Level 40 ist geschafft. Gehen wir mal gucken, wie der Gesamtschaden aussieht. Mal so ganz grob durch. Ja, hier ist ein bisschen was. Wo war's denn? 20%. Ich nehme an. Irgendwas war hier mit 20%. Hier. Ach, das ist eine Falle. Okay, damit können sie leben, wenn die kaputt geht. Aber ansonsten muss ich sagen, die Wände hier mit 70%. Ja, gut, 50%. Haben es eigentlich recht gut überstanden. Und ich gehe mal davon aus, wenn ich das hier rumturnen würde, um die Fallen zu beladen, dann wäre wahrscheinlich der Schaden ja auch geringer. Aber die bleiben ja dann stehen und hämmern auf die Wände ein, wenn ich da bin. Und ja,
Wie sieht da drüben die Betonwand aus, wo ich nicht stehe? Upgrade. Ja, die ist. Na gut, die hämmern halt auf die Wand, ne, wenn ich dort stehe. Das ist halt vollkommen klar. Die wollen ja zu mir. Ja, hier hält sich der Schaden jetzt zum Beispiel in Grenzen. Teilweise sogar fast gar nicht. Oder kaum. Ne? 95% ist es hier im Prinzip eigentlich nichts. Und da ist er, die wilde Sau. Ich habe dir gesagt, geh, du stirbst. Aber man wollte ja nicht auf mich hören. Wenn ich hören will, der muss fühlen. So, oh Gott. 42 Minuten. Freunde, vielen Dank für die Geduld. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hat es euch gefallen? Gebt einen Daumen hoch, lasst ein Abo da. Schreibt was in die Kommentare. Bis dahin, macht's gut. Bye bye und ciao, ciao.